Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen ist es uns gelungen, wieder in die Punkte zu fahren. Auch wenn es glücklich war wegen dem Regen. Aber trotzdem Platz 5 und Platz 12. Ein sehr gutes Ergebnis. Ist natürlich schade für Schumacher. Er hat wieder einen Fehler gemacht, hat sich einmal gedreht. Kann man halt nicht viel machen gerade. Aber trotzdem mit dem fünften Platz wieder schöne 10 Punkte geholt, wobei wir jetzt mittlerweile auf 41 Punkte hochgestiegen sind. Ich glaube, so viel hatten wir noch gar nicht. Also Albon macht schon ein sehr starkes Ergebnis. Also Miami das Podium und jetzt die restlichen drei Rennen hintereinander jetzt in den Punkten. Haas wieder damit überholt. Aber Alpine zieht uns langsam weg und das ist halt schlecht. Wir machen erstmal hier den Punkt für Schumacher. Der soll weniger Fehler machen. Also die Kontrolle ist halt wichtig. Was? Die Fähigkeit, ihr Lenny so gut wie möglich zu folgen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fahrer Zeit verliert oder sein Auto beschädigt wird. Und hier ist halt das Wichtige, wenige Uhr. Also er ist fast auf dem Niveau mittlerweile von Albon, weil er hat eine 88. Hat auch einen Entwicklungspunkt, den stecken wir natürlich auch da rein, weil wenn er die Chance bekommt, soll er auch keine Fehler machen. Ne? Drei Jahre. Okay. Dann wurde ich Heckflügel gefertigt. Das passt ja ganze. Bottas ist auf Platz 2 der Fahrer. Stimmt, der fährt ja jetzt bei Mercedes. nicht ganz beachtet. Ich glaube, Mercedes führt die Teamwertung. Ja, mit 250 zu 929 und Ferrari. Und Williams hat ja jetzt auf Platz 8 mit 41 Punkten. Wahnsinn. So, wir schauen natürlich hier da drauf. 22 Tage Unterboden, 30 Tage Frontflügel, 48 Tage Heckflügel. Mehr können wir nicht machen. Heißt, wir können Geld sparen. Und vielleicht das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Designbüro auszubauen, was halt 32 Millionen kostet. Dadurch können wir aber unsere Ingenieurkapazität auf 20 erhöhen, wodurch die Sachen noch schneller fertig werden sollten. Und wir können 4 Sachen gleichzeitig bauen, was nicht viel bringt, wenn man großartig nur die 3 Sachen ausbaut. Dann heißt es, wird der Unterboden, wird halt 10 Leute reingehen, die anderen 5. Dann ist der Unterboden halt schneller fertig. Wir gucken jetzt als nächstes, ob wir irgendwas bauen müssen fürs Auto. Lager, Chassis ist bei 4, Frontflügel bei 4, Heckflügel auch bei 4, Seitenkasten auch, Unterböden genauso und Aufhängung auch. Motor, okay, Motor ist okay, den setzen wir schon mal den alten Motor wieder ein. Fürs Training. ES, ja, sind wir noch beim ersten. Das ist noch gut, das hält noch dieses Rennen. Und dann sollten wir es wechseln. Und Getriebe. Ja, würde ich eigentlich jetzt fast schon auf dem bleiben hier. Was wir jetzt aktuell haben. Danach kann man es wechseln, weil dann in Frankreich das ein neues Getriebe reinkommt. Weil dann haben wir ja die Hälfte der Saison hinter uns. Beim Motor ist es halt ein bisschen was anderes. Aber okay. Wir machen weiter. Ist ja nicht so weit weg bis zum nächsten Rennen. Ich erwarte ein schwieriges Rennen. Ist eine sehr schnelle Strecke. Und schnell liegt uns nicht. Sagen wir mal, noch nicht. Und von daher müssen wir da gucken. Das heißt, auf nach Österreich. Eigentlich ist es eine spaßige Strecke, aber halt sehr kurz. Die könnten sie mal verlängern. Hätte man weniger Runden. Regen, so uiuiui. Hier gibt es Kuriositäten. Klar, normalerweise hast du hier eigentlich viel mehr Endgeschwindigkeit. Okay, so. Traktion müsste eigentlich viel mehr auf Beschleunigung gehen. Probieren wir das. Hier sollen wir komischerweise weniger Flügel nehmen.
Manchmal weiß man echt nicht, was man von dem Setup halten soll. So, 13. und 19. Oh, Elbern momentan sehr stark. Vettel kriegt eine Strafe. Oh, das gefällt mir. Alpine weit hinten. Alpha Tauri eigentlich auch, aber Magnus mal wieder sehr weit vorne. Oh Gott, das Setup von Elbern ist ja komplett Katastrophe. So klar, natürlich mehr Endgeschwindigkeit. Dann Traktion war optimal. Das ist ja schon mal sehr gut. Bremsen nehmen wir auch gut. Das glaube ich eher in die falsche Richtung geht. Ui. Okay, jetzt müssen wir wieder was ordentlich richtig biegen. So. Ein 37er Setup ist ja grottenschlecht. Ah ne, das war gut. Also, wir haben einmal mehr Beschleunigung. Das war zu viel. Traktion noch komplett auf andere Seite, bitte. Danke sehr. Aber okay. Testen tun wir es jetzt mal. Und da kommt ja schon der neue Motor rein. Was heißt neuer Motor? Der alte Motor kommt wieder rein. Hier, 13 und 17. Oh, gar nicht schlecht. Wir fahren halt mit sehr kaputten Motor. Aber die Setups dafür deutlich besser geworden. Das Rennen. Was für ein Rennen? Wir sind mit Renning. So, einmal bitte den Motor tauschen. Wir haben da 32%, also da können wir noch einiges fahren. Na, ES und Getriebe sollte noch klappen, wie dieses Rennen. Also der Tipp war auch, hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, dass man sowas machen kann. Okay, du willst mehr Endgeschwindigkeit. Die Traktion passt jetzt gar nicht mehr. Machen wir mal so. Ich würd doch weniger Frontflügel nehmen. Klar, du kommst da nicht so gut um die Ecken. Okay, Schumacher braucht auf jeden Fall deutlich weniger Flügel. Traktion dafür muss noch nach vorne. Noch ein Stück nach vorne. So. Das sieht doch nicht schlecht aus. Das benutzen wir jetzt mal. Und go. Klar, es ist natürlich Regen. Man weiß nicht, wie das Training läuft, aber wir könnten vielleicht schaffen, ins Q3 einzuziehen. Oh Gott, natürlich jetzt noch ein schlechtes Training. Und selbst sind den ersten Martin gefallen. Und jetzt haben wir den Motor eingebaut haben, ne? Jetzt sind die Alpins auch wieder vorne. Also das erste Training hat mir besser gefallen. Geht Aktion, geht klar nach vorne. Du kriegst ein bisschen mehr so davon. So. So soll es okay sein. Okay, dann ins Qualifying. Radio check. Copy, radio check. Das green now. Green now. Oh je, hier, jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt könnte sogar sein, dass Schumacher Windschatten hat und Elben Windschatten hat. Ja, schwer zu sagen. Wie sieht's wettermäßig aus? Ganze Training bleibt trocken. Oh Gott, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass wir weiterkommen. Ne? Immer bei Regen ist die Chance erhöhter.
Das ist halt wirklich eine Tempostrecke. Der beste Sektor für uns ist, glaube ich, noch Sektor 2. Oder Sektor 3? Ja, man weiß nicht. Wer ist denn das? Vesti? Nee, das ist Magnus. Nee. Nois. Nee, Ricardo. Also ja, schön nochmal ins Q3 zu kommen. Also wir haben es geschafft halt in 2 Rennen. Ich glaube in Baku und in Kanada. Oh. Schumacher doch schon deutlich langsamer. Elben gar nicht so weit weg. Das geht noch einigermaßen klar. Magnussen setzt sich genau dazwischen. Was machen die beiden ersten Martin? Oh, Gasly auch sehr langsam. Der wurde völlig aufgehalten. Kann ich bei Ocon mir auch vorstellen. Stroll schiebt sich dazwischen. Ja, die Runde von Schumacher war nicht so perfekt. Kommt zu Noda und schon noch. Okay, Schuh hat es geschafft, so weit vorne zu landen. Ich wollte gerade sagen. Ja, Phil kann er mehr rausfahren. Oh nein, jetzt sind wir direkt mit dem Aston Martin. Oh, wer ist jetzt hinter Schumacher? Es ist direkt Gasly. Könnte also sein, wenn Gasly zwar eine gute Runde hat, aber auf Schumacher aufschließt und Albon eine deutlich bessere Runde fährt, dass Albon Gasly schlagen könnte. Es sind 3 Leute die gleiche Zeit gefahren, ne? Ach, sieht man ja nicht. Schade. Ja, Windschatten geben beide sich nicht. Das ist schade. Hoffen wir einfach mal, dass beide sich verbessern können. Also, Schumacher macht es zumindest mal. Im ersten Sektor. Jetzt sind wieder Magnus und Hamilton wieder die gleiche Zeit gefahren. Das ist wie ein Zufall. Ah, keine gute Runde von Albon. Schafft es nicht, Schumacher. Ja, was macht Vesti? Nein. Ja, nicht letzter, aber auch raus. Da könnte jetzt langsam nicht stöckisch ein bisschen dieses Getriebe melden. Das halt etwas abgenutzter ist. Aber okay. Die Fahrer schnallen sich an.